Hallo, ich würde gern einmal Pumpkin Spice Latte bestellen. Ed, was machst du denn hinter den Tresen? Brr, ganz schön kalt. Kussi, Bussi, los, komm schnell in das warme Café. Sogar diese beiden Wauzis waren wärmer angezogen als ich. Leute, sorry für die Verspätung. Ich hatte echt noch Probleme mit den Mathehausaufgaben. Ja, ganz toll gemacht, Rosa. Wir haben extra lange auf dich gewartet und inzwischen ist das ganze Café voll. Naja, und jetzt müssen wir draußen sitzen. Oh Mann, sorry. Naja, wenigstens habt ihr ja schon eure Pumpkin Spice Latte. Ja, so ein heißes Getränk brauchen wir auch wirklich. Ich weiß nicht, ob dir schon aufgefallen ist, aber wir haben Herbst. Es ist echt ganz schön frisch geworden. Naja, Kim, dir müsste das eigentlich gefallen. Dir war im Sommer doch auch immer viel zu heiß. Ja, schon, aber jetzt ist es doch etwas sehr frisch. Kein Wunder, du trägst doch immer noch deine Sommerklamotten. Natürlich ist dir dann kalt. Ich finde den Wind viel schlimmer. Oh Mann, meine Haare schlagen mir einfach dauernd ins Gesicht. Das ist total nervig. Dann mach dir doch einfach einen Zopf, so wie ich. Naja, ich hole mir erstmal was zu trinken. Oh Mann, sie haben nicht übertrieben. Es ist ja echt total voll hier. Entschuldigung, kann ich hier mal durch? Oh, ich will doch nur vorne was bestellen. Hallo, ich würde gern einmal Pumpkin Spice Latte bestellen. Ed, was machst du denn hinter den Tresen? Na, wonach sieht's denn aus, Rosa? Ich arbeite hier. Ja, okay, das konnte ich mir jetzt denken, aber seit wann das denn? Ungefähr seit Herbstanfang. Papa hat gesagt, ich soll mir einen Job suchen und mich nicht auf dem Geld meiner Stiefmutter ausruhen. Das nennt man Arbeitsmoral. Das habe ich in deinem Alter auch gemacht, hat er gesagt. Ja, das klingt tatsächlich sehr nach deinem Vater. Also gut, dann einmal Pumpkin Spice Latte. Von dir zubereitet, Ed. Pumpkin Spice ist leider aus. Du siehst ja, es ist heute super viel los. Aber wenn du willst, kann ich dir einen Kakao machen und ein Stück Pumpkin-Kuchen anbieten. Ach, echt schade. Oh Mann, wäre ich doch bloß nicht so spät gekommen heute. Aber na gut, ich gehe auf dein Angebot ein. Vor allem, wenn es von dir zubereitet ist, schmeckt es ja noch viel besser. Oh, danke. Ja, kommt sogar frisch aus dem Ofen. Also, einmal Pumpkin-Kuchen für dich. Und den Kakao bringe ich dir gleich an den Platz. Dankeschön, wir sitzen draußen. Draußen? Ist das nicht etwas zu kalt? Oh, Emilia. Ja? Was starrst du mich denn jetzt so an? Sorry, ich war nur überrascht. Du hattest eben noch deine Haare offen und jetzt hast du sie geflochten. Ja, du hast doch gesagt, ich soll mir einen Zopf machen. Das habe ich eben ein bisschen anders interpretiert. Ich will ja nicht die gleiche Frisur wie du haben. Naja, sieht auf jeden Fall gut aus. Und wenn du besser mit dem Wind so klarkommst, ist es ja umso besser. Also jetzt, wo die Tage mal kürzer werden, also jetzt ist es nachmittags und die Sonne geht langsam schon unter. Ich wünschte echt, wir könnten drinnen in dieser gemütlichen Kuschelecke sitzen. Oh Mann, Kim, mit dir ist auch immer irgendwas. Was soll ich machen? Ich bin eben wetterfühlig. So, bitteschön, einen heißen Kakao für Rosa. Oh Junge, ganz schön frisch hier. Ich gehe lieber schnell wieder rein. Ja, danke, Ed. Streu noch Salz in die Wunde. Brr, ganz schön kalt. Kussi, Bussi, los, komm schnell in das warme Café. Oh mein Gott, wie niedlich waren die beiden Hunde denn? Habt ihr gesehen, was für süße Klamotten die anhatten? Sogar diese beiden Wauzis waren wärmer angezogen als ich. Und stylisch waren sie noch dazu. Was für ein toller Herbstlook. Okay, Leute, jetzt reicht's. Wir gehen shoppen. Okay, ja, gute Idee. Aber lasst uns vielleicht vorher aufessen und trinken. Okay, Leute, ich habe im Internet nachgeschaut und Fashion hat eine ganz neue Herbstlinie rausgebracht. Cool, dann wird es heute ja wirklich Zeit für ein Makeover. Naja, Hauptsache, wir finden irgendwas Langärmiges für mich. Keine Sorge, Kim, ich suche uns auf jeden Fall was Tolles raus. Ob das gut geht? Keine Sorge, Kim. Im Sommer hat sie uns doch auch neue Outfits gegeben und das sah richtig gut aus. Stimmt, was das angeht, hat Emilia wirklich den richtigen Riecher. Okay, Rosa, fangen wir mit dir an. Ich habe ein paar Sachen in die Umkleidekabine gelegt. Okay, irgendwie habe ich ein komisches Déjà-vu, als wäre mir das schon mal passiert und das ist nicht gut ausgegangen. Rosa! Also mir kannst du wirklich vertrauen. Wo du recht hast, hast du recht. Ich lass mich mal drauf ein.
Emilia, ist das dein Ernst? Also, ich find's irgendwie cool. was? Rosa, was hast du denn da an? Na, das, was in der Umkleide war. Sorry, aber das ist gar nicht mein Stil. Rosa, das ist doch auch gar nicht für dich gewesen. Das war der Stapel für Kims Klamotten. Oh, ups. Also, ich wollte auch nicht sagen, dass es nicht gut aussieht, nur zu mir passt es halt nicht. Na los, zieh dich nochmal um. Für dich ist der linke Stapel. Okay, bis gleich. Das dauert jetzt aber ganz schön lang hier zu warten, bis Rosa sich endlich mal richtig umgezogen hat. Emilia, hast du meine Nintendo Switch dabei? Ja, Kim, aber ich habe echt keine Lust, dass ich die dauernd für dich rumtragen muss. Du musst dir echt meine eigene Tasche besorgen. Ja, mache ich schon noch. Okay, vielleicht sollte ich einfach nochmal schauen, was ich für Kim raussuche. Ich bin fertig! Wow, das sieht echt richtig cool aus. Das gefällt mir echt gut, das hat so richtige Herbst-Vibes. Ja, stimmt, Rosa. Das steht dir total. Ich find's auch hübsch. Ich hab dir aber auch noch eine zweite Wahl in die Umkleide gepackt. Das kannst du ja auch nochmal probieren. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Wow, okay, das ist echt absolut rosa. Ich liebe Latzhosen und dazu noch dieser tolle, kuschelige Pullover. Ah, Emilia, danke, das ist toll. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, ich fand auch, das passt einfach perfekt zu dir. Kim, du bist dran. Okay, dann wollen wir mal. Okay, und während Kim sich umzieht, suche ich hier auch nochmal ein zweites Outfit. Ich habe da eine ganz gute Idee. Fertig. Ja, das ist ja das Outfit, das du eben schon anhattest, Rosa. Ich find's eigentlich ziemlich cool, aber naja, viel wärmer ist es nicht unbedingt. Es steht dir auf jeden Fall besser als mir. Total grunge. Ja, sieht ganz gut aus, aber probier das hier nochmal an. Okay, und ich hoffe, danach können wir bald mal nach Hause. Nein, wenn wir hier fertig sind, müssen wir auch nochmal zum Friseur. Eure Frisuren brauchen, glaube ich, auch noch ein Update. Okay, was soll das denn heißen? Ach, gar nichts. Ich habe nur ein paar coole Trends im Internet gesehen. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Okay, ja, warum eigentlich nicht? Oh, und später müssen wir auf jeden Fall auch noch auf den Herbstmarkt. Heute ist wirklich so ein Tag Herbstästhetik. Naja, nur dass der Herbst natürlich länger anhält als nur ein Tag, Emilia. Egal, ein Tag reicht erstmal für meinen Instagram-Post. Kim, bist du bald mal fertig? Ja, ich komm schon. Und ich bin total begeistert. Ein super simpler Oversize-Pullover und dazu noch eine Tasche für meine Switch und die Kopfhörer kann ich auch einfach so tragen. Ah, ich wusste, du wirst es lieben. Du hast es wieder geschafft, Emilia. Absolut Kimcore. Also, gehen wir dann jetzt oder wie oder was? Hallo, ich hab doch noch gar nicht mein neues Outfit anprobiert. Geh mal aus dem Weg, Kim. Okay, dann heißt es zurück in die Pokémon-Welt. Tada, hier kommt Herbst-Vibe, Emilia. Hattest du das nicht gerade schon an? Nein, Kim, ich denke nicht. Nur weil es jetzt auch ein Pullover ist und ein Rock. Aber das hier hat totale Herbst-Vibes. Und da ich bei diesem Outfit keine Tasche trage, aber du dafür eine Tasche hast, kannst du ja jetzt alle meine Sachen tragen, so wie ich sonst immer deine Sachen getragen habe. Das hast du ja mal wieder geschickt eingefädelt, Emilia. Und du siehst echt klasse aus. Nicht wahr? Okay, dann jetzt ab zum Friseur. Emilia, ich dachte, wir gehen zum Friseur. Das hier ist doch ein Spa. Vertrau mir, Rosa. Das hier ist der Laden von Maestro Zucker. Ja? Na und? Ist trotzdem ein Spa. Maestro Zucker ist mehr als ein Friseur. Er ist ein Meister seines Fachs, ein wahrer Stylist. Und er wird auch die Frisuren auf ein neues Level bringen. Naja, wird schon schief gehen. Hallo, Maestro Zucker? Ich bin Rosa. Buongiorno und herzlich willkommen in meinem Reich. Dass du Rosa bist, das sehe ich dir ja schon an der Nasenspitze an. Naja, beziehungsweise an der Haarspitze. Und du musst wohl Kim sein. Ach, ja, mit deinen Haaren kann man auf jeden Fall was machen. Emilia hat mich bereits auf alles vorbereitet. Also setzt euch einfach hin, macht es euch gemütlich und dann ran an die Arbeit. Na, dann fangen wir doch mal mit dir an. Oh, ein Massagesessel. Sehr entspannt. Emilia, also das ist ja echt ganz schön exklusiv hier. Ja,
Ich weiß, Maestro Zucker ist ein Freund der Familie. Und fertig. Okay, also ich wäre nie drauf gekommen, meine Haare so zu frisieren, aber sieht auf jeden Fall gut aus und praktisch. Okay, und weiter geht's mit dir. Oh, ich spüre, wie der ganze Stress meinen Körper verlässt. Et voilà. Eine wunderschöne neue Herbstfrisur. Oh, cool. Das gefällt mir richtig gut. Dankeschön, Maestro Zucker. Sogar eine neue Schleife gab's dazu. Gerne, gerne. Schicken Sie die Rechnung einfach an meine Mutter. Kommt, Leute, wir müssen weiter zum Markt, bevor es zu dunkel wird. Oh, schaut mal, hier ist der Herbst ja wirklich schon so richtig angekommen. Tatsächlich geht er hier auch nie so wirklich weg. Das ist die alte Geistervilla. Geistervilla? Spukt es da etwa? So ein Unsinn, Kim. Es gibt doch gar keine Geister. Ich weiß ja nicht. Also hier bei der Villa, da scheint eigentlich das ganze Jahr über einfach nur Halloween zu sein. Schaut mal. Wow, das sieht total cool aus. Ich mag's hier. Also, ich find's irgendwie ein bisschen creepy. Buh! Ah, Emilia, was soll das denn jetzt? Oh Mann, Kim, du bist ja echt total schreckhaft. Ja, danke. Weiß ich auch. Also, ich hab ja nichts gegen Halloween, aber Geistergeschichten im echten Leben brauche ich nicht unbedingt. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir sollten eine Halloween-Feier veranstalten. Oh ja, super Idee, Rosa. Ich schau nachher mal, ob wir einen Raum mieten können. Und der wird dann wunderbar halloweenös dekoriert. Ja, klingt gut, aber können wir mal langsam weiter? Dieser Ort hier, der gibt mir eine totale Gänsehaut. Oh, so ein Mist. Wir haben viel zu lange rumgetrödelt. Jetzt ist es schon dunkel. Naja, so ist es halt im Herbst. Da geht die Sonne einfach schon super früh unter. Ich glaube, hier lohnt es sich jetzt nicht mehr wirklich noch rumzuhängen. Nee, sorry. Also, wir machen hier gleich zu. Wir räumen schon mal alles zusammen. Oh, so ein Mist. Ich hätte so gerne noch ein Sonnenuntergangs-Selfie mit den Sonnenblumen gemacht. Das wäre so richtig Herbstästhetik. Macht dir nichts draus, Emilia. Wir können es ja morgen noch mal versuchen. Und dann müssen wir ja auch nicht vorher noch zum Friseur und Klamotten shoppen und sowas. Stimmt. Ich kann dann ja einfach morgen was posten. Dann fake ich das eben, als ob alles ein Tag wäre. Genau. Das ist natürlich das Wichtigste. Und bis dahin beschäftigen wir uns einfach noch ein bisschen mit der Halloween-Party und können ja schon mal planen. Hey Leute, ich bin's Rosa. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Dann hat es euch bestimmt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr unten links klickt, könnt ihr auch direkt den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine neuen Abenteuer. Oder schaut mal nach rechts, da sind zwei Videos, die speziell für euch ausgewählt wurden. Cool, oder?